Hab's Hallo, liebe Gemeinde. Yeah. Yeah. Da. Ja, ja. Wo willst du denn hin? Oh, rote Brause trinken. Ist aber schief eingestellt. Also nur zur Information heute noch. Eiscream. Ja, da muss hingehen, Eiscream. Er muss aber schnell lecken, sonst ist es weg. Sonst löst sich in Wasser auf. Na es? Ne, nimmst du dann die gleich weg. Ja, und jetzt lutschen. Lecken, lecken, lecken. So hier die Mammutbezwingerin ist auch da. Ich muss aus dem Bild. Da kommt sie scharf. Und zwar ist so, wir haben uns jetzt entschieden. Oh ja. Also wir haben uns jetzt so entschieden, wir sind heute schon den ganzen Tag rumgefahren, ist ja jetzt um vier, haben die sich ein paar Wohnungen angeguckt, ich habe mir ein paar Wohnungen angeguckt und haben jetzt eine gefunden für 2000 Baht. Da fahren wir morgen früh hin, die gucken wir uns morgen früh an, dann nehmen wir euch mit. Ansonsten machen wir so jetzt, wie, weil ich so viel Zeug habe. Und mit Computer und alles hin und her, das lasse ich alles hier. Ja, Eiscreme. Eiscreme sieht ja auch. Schmeckt's? Hallo, mag. So, und weil ich so viel Zeug habe und so viel Krimskram, Computer hin und her, mieten wir uns jetzt hier eine Wohnung an für 2000 Baht jeden Monat. Und ziehen nach Bangkok. Soll erstmal vorübergehend sein, bis wir wissen, was wir, wie wir weiterverfahren, was wir, ob wir jetzt Laden aufmachen oder ob wir den in Bangkok erweitern tun oder was mit Schule. Das müssen wir uns jetzt alles im nächsten halben Jahr überlegen. Es sieht ja auch nach einem Lockdown aus und nicht nach einer Öffnung. Deswegen ist das alles ein bisschen schwierig. Aber vom Finanziellen her ist das Beste. Da kann ich alles unterstellen und wenn ich mal einen Bangkok-Koller kriege, kann ich hierher fahren, 3-4 Tage. Eiscreme! Ja, Eiscreme, die Leute freuen sich immer. Eiscreme! Sag mal, Kopun, Nakap, Onkel Pitbull. Sagst du danke, Pitbull? Onkel. Der hat dir das geschenkt. Also schöne Grüße gehen raus heute an Onkel Pitbull. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir erstmal in die Werbung und dann, ihr seht ja, wir sitzen ja noch hier und reden, weil meine Frau muss ja wieder auf den Markt nachher und die Wohnung, alles komplett gucken wir uns morgen nochmal an. Also, bis gleich. So, hier ist er nochmal. Bin ich richtig scharf, ja, ne? Und zwar gehen wir jetzt mit der Familie nochmal in den Beach. Wir haben noch eine Stunde Zeit, bis sie nach Bangkok fährt. Und da geigen wir ein bisschen mit Otto rum. Und dann nehmen wir euch mal mit, bevor der Stress morgen losgeht mit der Wohnung. Da muss ich immer sehen, wie ich das mache mit den Movies, ob ich von den Umzug-Movies mache. Ansonsten muss ich ja den Computer mit nach Bangkok nehmen und den ich wieder angeschlossen habe. Ja, muss man mal gucken, wie ich es mache. Ich habe ja genau 6 Tage Zeit. Und ja.
Hose. Hä? Oh. Oh, meine Hose ist kaputt. You can say good. Scheiße. Man sieht Pops. Naja, nicht so schlimm. So, Otto seine neuen Schuhe. Die muss er natürlich gleich anprobieren. Ich habe zwar gesagt, wenn es regnet, aber naja, ihr wisst ja, wie kleine Kinder sind, ne? So, ja, ich würde sagen, wir halten noch mal ein bisschen hier auf die Säule 7. Ist ja eh nicht viel los. Und dann sehen wir uns gleich am Beach. Ja, ihr seht ja hier. Im Bau. Nicht viel los. Nicht viel los. Ja, es nützt halt nichts, wenn die alle aufhaben dürfen, aber es ist ja keiner da. Bei Talena. Auch Emily wird immer leerer. Wir können ja mal gucken. Er sieht wieder mal dünn aus. Ein Gast. Ne, gar keiner. So. Tja. Ja, Otto hält wieder mal alle auf. Das hier, Rongtao, Güen Bai Yai. Ja, der wisst schon, wer der Kasper hier ist in der Straße und wer der Liebling. Ja. Will sie lieber barfuß laufen? Oder soll dich Papa Huckepack nehmen? So, ich würde sagen, ja, hier gibt es ja nicht mehr viel zu berichten. Wir sehen uns am Beach. So, am Beach angekommen. Ist natürlich sehr, sehr warm heute. Wir waren schon am Beach, direkt am Strand. Oh, da ist ja das. Das ist so heiß. Ja, das ist ein Eichhörnchen. Ja, in the morning, come for eating. So, ich habe hier eine wunderschöne Aussicht. So, aber ich weiß ja, dass ihr das nicht sehen wollt. Ihr wollt lieber Otto sehen. Werden dir das heute alles geschenkt hier, Mutti? Hä? Ja, Hund hier. Ja, du weißt schon, die spielen jeden Früh. Ja. Hundi. Ja.
Make. Hallo, Kind. Komm mal, Mama, ja. Ruckel. Schön Hügel. Sind die weg hier? Es ist ein Packer hier. So hier. Kaputt. Da ist es, ja, hat sich schon kaputt gemacht. Na, das ist ja wieder ein Ding, ey. 5 Minuten. Kaputt, Pang. So, jetzt ist er wieder. Kaputt. So hier. Wir gehen. Oggi! Ja, nicht so hier, Otto. Immer ein, ne? Hat er dich abgeleckt? Ja, wie gesagt, morgen geht der Stress los. Morgen wäre es wahrscheinlich. Ja. Und sie liegt hier. Ich habe natürlich jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Also bevor es losgeht morgen mit dem Stress. Okay. Ihr wisst, wie es ist. Schrank auseinanderbauen, hinbringen. Unten alles zurechtstellen, wenn der Bruder kommt, damit er das, da kommt mit 2 großen LKWs. Da ist alles mit Eimer weg. Aber ich muss es ja sortieren. Ja, tak, tak. Ja, da ist doch nicht kaputt. Der Papa hat ihn da gerade ganz gemacht. Ja, ja, der hat hier wahrscheinlich sich gebuddelt. Da ist es ein bisschen kühler. Ola! Da Ola! Ja, Lola! Komm her, Lola! Ola, Bitch! Da Ola! Ja, muss ja lauter sagen. Sitz! Bitch, sitz! Ola! Sitz, Lola! So, also wie gesagt, Grüße gehen heute raus. Ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefällt, Abo nicht vergessen. Daumen nach oben, Daumen nach unten, Kommentare, wie ihr wollt. Im Prinzip habt ihr ja alle recht. Jeder hat für sich recht und dann schreibt rein, was er wollt. Ansonsten würde ich sagen, bleibt mir ja treu, bleibt mir ja gesund und werdet alle glücklich. Und morgen geht's mit der Wohnungssuche los. Thank you.